30 Jahre lang hat die Stadt Jever ein florierendes Jugendhaus. Zuerst im ehemaligen Bahnhofshotel. Seit dem Jahr 2005 steht dieses schmucke Gebäude hier am Dr. Fritz Blume Weg. Ja, bitte kommen Sie rein. Erstmal einen schönen guten Tag. Zu unserem 30-jährigen Jubiläum möchte ich alle mal ganz herzlich begrüßen. Ich sag mal kurz, was wo in etwa zu finden ist. Wir haben also hier drüben in unserem Fernsehraum auch den Fernseher laufen. Da läuft eine kleine Videopräsentation, eine Wandzeitung aus den Jahren 84 bis 95. Ein kleiner Videofilm, den wir von 95 bis 2000 mal gedreht haben, haben wir auch auf eine DVD gezogen. Und die Jugendlichen haben eine Gruppe gemacht, wo sie jetzt aktuell nochmal Videos gedreht haben hier im Haus, haben Interviews gemacht und ein bisschen was aus dem Haus gezeigt. Das ist alles auf dieser DVD drauf. Drüben im großen Gruppenraum haben wir das Buffet aufgebaut, da kommen wir nachher zu. Und da steht natürlich auch die ganze große Präsentation mit den ganzen Pressesachen aus den letzten 10 Jahren. Und am Ende an der Wand steht nochmal was ganz, ganz Altes. Das ist aus der Zeit von 77 bis 84, 85 so ein Aufsteller, der damals gemacht wurde zum ersten Jubiläum, also zum 5-jährigen Jubiläum damals, sodass wir mit all diesen ganzen Präsentationen eigentlich die ganzen 30 Jahre jetzt auch vertreten haben. Hier drüben ist der PC-Raum, wo man auch schauen kann. Und vorne im Eingangsbereich haben Sie vielleicht gesehen. Ja, meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie natürlich alle ganz herzlich im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Jever. Ich sehe hier sehr viele unterschiedliche Menschen, Sponsoren, Spender, Förderer des Jugendhauses, aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ratsvertreter, Pressevertreter. Und bitte sehen Sie es mir nach, ich möchte jetzt nicht alle begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich stellvertretend für Sie alle, die Sie hier sich in diesem Raum jetzt aufhalten, unseren Ehrenbürger, Herrn Dr. Fritz Blum. Ja. Sie sind, auch wenn Sie es nicht hören möchten, die Seele dieser Einrichtung. Die Jugendlichen haben Sie als Vorbild gesehen. Sie waren immer für Sie ein guter Ansprechpartner. Und da an dieser Stelle auch mal mein ganz persönlicher Dank. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Für diese doch sehr netten Worte. Ich gehe mal gleich kurz darauf ein, auf die Geschichte mit den Verwaltungsstrukturen. Das finde ich ganz wichtig, weil ich persönlich durch Ihren Vorgänger mal sehr intensiv darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass ich hier einen Job zu machen habe für diese Einrichtung und dass ich dafür zu kämpfen habe und das auch immer getan habe. Und das ist eigentlich das, aus meiner persönlichen Sicht, wo es darum geht, die Dinge, die hier passieren, da durchzusetzen, wo es notwendig ist und auch manchmal eben jemanden auf den Schlips zu treten. Das nützt halt nichts. So ein Geschenk kriegt man nichts, nirgendwo. Und das ist in unserem Innenverhältnis letztlich genauso. Und da muss man manchmal auch ein bisschen die Schultern breit machen. Und das ist letztlich als Leiter mein Job. Und da nehme ich dann auch gerne für in Kauf, dass ich mal gerüffelt werde. Das macht überhaupt nichts. Das kann ich gut aushalten. Da komme ich noch zu meinem letzten Punkt dazu. Allen Sponsoren, die heute da sind, möchte ich nochmal herzlich danken für die Unterstützung, die wir regelmäßig bekommen. Das ist nicht wenig, was wir da kriegen. Man hat immer ein offenes Ohr für uns und habe auch zwischendrin schon wieder mitbekommen, dass es die ein oder andere Spende geben wird. Und dafür nochmal meinen ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Jan-Luca Eser, ich komme hier aus Jever und ich besuche jetzt seit ungefähr knapp 2 Jahren das Jugendhaus hier in Jever, weil ich 2008 hergezogen bin. Ich finde das Jutz an sich total okay. Ist abwechslungsreich, die Angebote, die hier sind für jeden ist etwas dabei, sei es Snooker-Turniere, Kicker-Turniere, Dart-Turniere, Kartenspiele, Gesellschaftsspiele, die gespielt werden. Die Musikangebote, die nehme ich sehr stark in Anspruch, weil ich halt auch regelmäßig hier im Jugendzentrum auftrete, genauso wie heute auch. Und ich kann das Jutz wärmstens empfehlen für jeden, der Abwechslung haben will, der Spaß haben will und der Freizeit hat und nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen will. Mein Name ist Georg Gleipham, ich wohne an Jever und bin öfters im Jugendhaus.
Mein Name ist Daniel Desens, ich wohne auch in Jefa, bin auch öfter im Jugendhaus. Das Jugendhaus ist immer eine schöne Zeit, wo man halt Freunde treffen kann, absprechen kann, was halt man die Tage noch so macht, was man am Wochenende macht. Man kann neue Leute kennenlernen. Mein Name ist Mike Müller, wir stehen hier in voller Erwartung, Frau Angela Dankwart und Herr Björn Mühlener. Wir lassen uns jetzt überraschen, haben einen wunderschönen Vormittag hier schon erlebt, ein schönes Buffet. Die Räumlichkeiten sind sehr umfänglich dekoriert. Herr Mühlener, wie empfinden Sie denn jetzt oben das Büro des Herrn Berger, der sagte, wir sollen uns überraschen lassen? Ja, also ich denke hier, wenn man hier sieht, wie die Geschichte ausgestellt worden ist, ist es schon ganz gewaltig, was hier die letzten 30 Jahre geleistet worden ist. Man kann sich also, wie gesagt, hier oben im Büro und auch in den Nachbarräumen umgucken, kann also sehen, bebildert und auch anhand der Presseberichterstattung, wie sich das Jugendhaus entwickelt hat. Und ich denke, Frau Dankwart sagte es vorhin schon, es ist also so, dass sich das Jugendhaus in seiner ganzen Struktur über die Jahre immer wieder den gesellschaftlichen Entwicklungen auch anpassen musste. Und ich finde, das ist hier sehr schön dokumentiert. Unser Jugendhaus kann sich sehen lassen, hat alle Entwicklungsprozesse der letzten 30 Jahre gekonnt, mitgenommen. Und unsere Jugendlichen, unsere Kinder, die hier ja auch herkommen, werden sich hier bestimmt wohlfühlen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Da wir jetzt gerufen werden zum Spiel, müssen wir leider das Interview beenden und wünschen heute dem Jugendhaus noch viel Erfolg. Fertig, los! Soll man sich anfallen? Ich bin Halt! Hallo, ja. Du musst warten, dass er Also Sie können sich jetzt irgendwie, wenn Sie möchten, noch irgendwie einen Schluck Wasser trinken. Das klingt so militärisch, das lassen wir mal lieber. Mein Name ist Elke Janssen und ich bin heute auf dem Jubiläum des Jugendhauses, weil ich 10 Jahre lang hier gearbeitet habe. Und ich bin Elke Grampes. Ich bin seit 25 Jahren tätig im Jugendzentrum Wittmund und kenne Elke noch ganz gut, ne? Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Meine Eltern haben scheiden lassen, doch das Schlimme war, sie haben ihr Kind nicht mal entscheiden lassen, wohin ich will, beziehungsweise wo ich bleiben will. Das Einzige, was blieb, das Gefühl, dass ich alleine bin. Doch jetzt weiß ich, Gott sei Dank, alles im Leben hat seinen Sinn. Egal was auch kommt und was geschieht, du musst wissen, es gibt jemanden, der dich liebt. Also selbst wenn der Weg aus ist los erscheint, denk ich nicht um, es gibt jemanden, der um dich weint. Was auch kommt und was geschieht, du musst wissen, es gibt jemanden. Bring ich nicht um, es gibt jemanden, der um dich.
Mann. Du denkst, er wäre kein Deutscher. Genau das ist der Grund, warum er seine Entscheidung bereut hat. Immer daran denken, egal was man macht. Okay.